Hallo und herzlich willkommen. Ich unterhalte mich heute mit meinem Kollegen Klaus Welder aus der VWL über das Thema, wer oder was ist eigentlich der Homo economicus? Mein Name ist Claudia Landwehr und ich beginne mal mit der Frage, Klaus, wie würdest du den Homo economicus charakterisieren? Der Homo economicus ist in erster Linie ein theoretisches Konstrukt, was uns hilft in der Volkswirtschaftslehre, das Verhalten der Menschen in den unterschiedlichen Zusammenhängen zu verstehen und zu analysieren. Würdest du sagen, der Homo economicus ist eher ein Akteursmodell, also eine Menge von ja, eher instrumentellen Annahmen darüber, wie sich Akteure verhalten? Oder würdest du sagen, der Homo economicus, das ist tatsächlich das Menschenbild der modernen Ökonomie? Der Homo economicus ist ja so als das eine gut zu beschreibende Ding oder Wesen gar nicht vorhanden. Wir bauen unsere Modelle, wie auch andere Wissenschaften ihre Modelle bauen, für bestimmte Fragestellungen. Und wenn ich nur verstehen möchte, ob ein Mensch mehr von einem Gut konsumiert, wenn der Preis sinkt, dann hätte ich ein ganz einfaches Modell, das wäre dann eine Variante des Homo economicus. Wenn ich aber komplexere Zusammenhänge verstehen möchte, wie soziale Interaktion, das Arbeiten in einem Team, Emotionen, Gruppendynamik, dann werden Versionen des Homo economicus entwickelt und verwendet, die viel komplexer sind. Also der Homo economicus hat ganz viele unterschiedliche Gesichter, die davon abhängen, welche Frage wir analysieren. Haben alle diese Gesichter was miteinander gemeinsam? Ja, definitiv. Es gibt eine Grundstruktur, wie der Homo economicus dargestellt wird. Wenn man wirklich in die allertiefsten Ebenen geht, dann ist man in der Entscheidungstheorie. Das ist sozusagen die Mikroökonomik der Mikroökonomik. Da wird menschliches Verhalten beschrieben über die sogenannten Präferenzrelationen. Mag ich ein Güterbündel mehr als ein anderes Güterbündel? Mag ich Äpfel lieber als Birnen? Mag ich Schokolade lieber als eine andere Süßigkeit? Das ist die ganz tiefe Fundierung. Womit wir tatsächlich arbeiten, am meisten arbeiten in Anwendungen, sind sogenannte Nutzenfunktionen. Da kann man dann ein U hinschreiben. Das ist eine Funktion. U steht für Utility aus dem Englischen. Und diese Nutzenfunktion beschreibt, was der Homo economicus, den wir hier darstellen, was ihm oder ihr oder diesem Ding, diesem Konstrukt gefällt, wodurch der Nutzen steigt. Es gibt jetzt Studierende bei uns in der Politikwissenschaft, aber auch in anderen Nachbardisziplinen der Ökonomie, die sagen würden, der Homo economicus, das ist doch kein realistisches Akteursmodell. Was würdest du darauf antworten als Ökonom? Ich würde grundsätzlich darauf antworten, und ich denke, das würden auch andere Wissenschaftler in anderen Disziplinen so machen. Wir dürfen nicht einen Aspekt einer Analyse kritisieren, wenn wir nicht die ganze Analyse anschauen. Nochmal, es geht um die Frage. Wenn wir einfache Dinge beantworten möchten, wie viel wird von einem Gut konsumiert, wenn der Preis sinkt? Dann würden wir schreiben, der Nutzen von dem Homo economicus hängt nur von Konsum ab. U von C. Also das ist die Nutzenfunktion und das ist das, was den Homo economicus oder dann übertragen, den Menschen, den wir hier verstehen wollen, zufriedener macht. Umso höher der Konsum, umso höher der Nutzen des Individuums. Und wenn ich da natürlich drauf schaue, dann würde ich sagen, oh, das ist eine extrem reduzierte Darstellung des Menschen. Aber wie gesagt, es kommt auf die Fragestellung drauf an. Wenn wir komplexere Dinge behandeln würden und möchten, und das erfolgt in der Volkswirtschaftslehre auch, dann würden wir das natürlich erweitern. Würdest du sagen, man kann generell Lebenssituationen identifizieren, wo der Homo economicus als Akteursmodell zur Erklärung von menschlichem Verhalten instrumentell besser geeignet ist als in anderen Lebenssituationen oder Kontexten? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass die Volkswirtschaftslehre, oder wir reden ja hier eigentlich von mathematischen Modellen oder noch allgemeiner von theoretischen Modellen, grundsätzlich würde ich sagen, dass natürlich theoretische Modelle immer in der Lage sein müssen, jede beliebige Situation zu beschreiben. Also wenn ich zum Beispiel einen Kritikpunkt aufnehmen dürfte von diesem Homo economicus,
Was ist ein Standardkritikpunkt? Dieser Homo economicus ist sehr selbstzentriert. Nur der private Nutzen, also wenn das jetzt mich darstellt, nur mein Konsum macht mich glücklicher. Nur mein Konsum erhöht meinen Nutzen. Und das ist natürlich eine extrem egoistische Darstellung des menschlichen Verhaltens. Teilweise verhalten sich so Menschen so, vielleicht auch in der Mehrzahl der Situationen, keine Ahnung, aber es gibt natürlich Situationen, wo auch das Wohlergehen anderer Individuen mit einer Rolle spielt. Und ich kann jetzt natürlich einfach hier das erweitern. Das ist mein persönlicher Konsum und das ist der Konsum, nennen wir es jetzt einfach Konsumschlange. Das ist der Konsum von einem anderen Menschen, der mir wichtig ist. Das ist der Konsum meiner Kinder. Das ist der Konsum vielleicht in meinem Umfeld. Das ist der Konsum in meinem Land, auf der Welt. Also kann ich natürlich zum Beispiel Altruismus ganz einfach dadurch darstellen, dass mein Nutzen steigt, wenn mein persönlicher Konsum steigt, aber auch, wenn der Konsum von anderen Menschen steigt. Also wir können in der Volkswirtschaftslehre, in mathematischen Modellen, in theoretischen Konzepten insgesamt natürlich jede Fragestellung behandeln, die wir möchten. Aber es kommt immer genau darauf an, was wollen wir jetzt verstehen. Naja, aber letztlich geht es doch immer darum, dass etwas maximiert wird. Entweder mein eigener Nutzen oder mein Nutzen gemeinsam mit dem Nutzen von anderen Akteuren. Würdest du sagen, dieser Rationalitätsbegriff, der dann dahinter steht, ist eigentlich ein angemessener oder würdest du hier die Kritik gefallen lassen, dass der Rationalitätsbegriff der Ökonomie ein zu enger ist? Okay, also das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also ja, wir maximieren. Können wir hier auch dazu schreiben, wenn ich mal kurz aus der Tafel verschwinde. Es wird maximiert der Nutzen des Individuums. Und da ist auch ein Kritikpunkt, maximieren denn alle Menschen ständig? Das ist natürlich ein sehr valider Kritikpunkt, aber wenn man sich so überlegt, was macht man denn? Man hört sich jetzt dieses Video an, man sitzt in der Vorlesung, man hat einen Studiengang gewählt. Das macht man ja nicht alles automatisch. Da stehen irgendwelche Überlegungen dahinter, die wahrscheinlich etwas damit zu tun haben, dass Sie jetzt als Studierende in der Veranstaltung später einen Beruf ergreifen, der Sie zufrieden macht auf der einen Seite und zum anderen auch noch erlaubt, ein anständiges Leben zu leben, also dass Sie auch noch ein bisschen Geld verdienen. Also es stehen ja schon hinter vielen Handlungen tatsächlich ein Maximierungskalkül dahinter. Wie ausdifferenziert dieses Maximierungskalkül ist und welche Informationen ein Individuum hat und welche Informationen alles verarbeitet werden kann, das ist natürlich eine andere Frage, was aber auch natürlich in Erweiterungen betrachtet werden könnte. Die zweite Frage, der Rationalitätsbegriff, das ist ein Begriff, der wie viele andere Begriffe genau definiert werden müsste, bevor wir exakt darüber diskutieren können. Was ist Rationalität in der Ökonomie? In der Ökonomie gibt es eine sehr präzise Definition. Wenn ich mir so eine Nutzenfunktion anschaue oder die Theorie hinter der Nutzenfunktion, also die Entscheidungstheorie, dann ist eine Nutzenfunktion genau dann rational, wenn die Präferenzen, die da dahinter stehen, vollständig und transitiv sind. Das sind jetzt zwei technische Begriffe. Was bedeuten die? Wenn ich Ihnen jetzt anbiete, Sie wollen eine Vorlesung in den Politikwissenschaften hören und eine Vorlesung in der Volkswirtschaftslehre, dann wissen Sie ganz genau, was Ihnen lieber ist. Und wenn ich Ihnen jetzt noch zig andere Vorlesungen anbiete, dann wäre Ihnen auch immer klar, was Sie präferieren. Also das ist eine Anforderung, die erfüllt sein muss, damit man sagt, ein Mensch ist rational. Und wenn ich Ihnen, wenn Sie mir jetzt sagen, was Sie präferieren, also Sie sagen jetzt, Politikwissenschaften ist Ihnen tatsächlich lieber als Volkswirtschaftslehre, aber Volkswirtschaftslehre wäre Ihnen noch lieber als ein anderes Fach. Ich mache jetzt mal kein Beispiel. Dann muss daraus folgen, dass Ihnen Politikwissenschaften tatsächlich auch lieber ist als dieses andere Fach. Also wenn 5 größer als 3 ist und 3 größer als 1, dann muss 5 auch größer als 1 sein. Das ist die zweite, der zweite Punkt, der erfüllt sein muss, damit man in der Volkswirtschaftslehre von Rationalität spricht. Und das ist zugegebenermaßen ein sehr enger Rationalitätsbegriff. Und wenn wir über rational sprechen in anderen Disziplinen oder auch im normalen Leben, dann steht rational häufig als Gegensatz zu emotional. Da braucht man andere Konzepte. Also da ist es schon sehr eng in der Volkswirtschaftslehre, aber dafür einfach wohl definiert und wir wissen, worüber wir reden. Ich nehme das mal als Stichwort auf, rational als Gegensatz zu emotional.
Das heißt, Emotionen sind etwas, was in der Volkswirtschaftslehre, in der Ökonomie generell eher weniger behandelt wird und was vielleicht auch ein blinder Fleck in eurer Disziplin sein könnte. Würdest du das so sehen? Würdest du sagen, es gibt blinde Flecken in der Ökonomie, die zu tun haben auch mit den gängigen Akteursmodellen, die dort verwendet werden? Ja, also ich muss zugestehen, Emotionen, die für das menschliche Leben, für jede einzelne Person natürlich extrem wichtig sind, für jede alltägliche Entscheidung fast, dass die jetzt nicht das Hauptforschungsgebiet der Volkswirtschaftslehre sind. Und wenn wir uns diesen Homo economicus hier anschauen, der noch ein relativ umgänglicher Mensch ist oder Modell eines Menschen, weil eben hier nicht nur auf eigenen Konsum, sondern auch auf Konsum von anderen Personen geachtet wird, dann ist das trotzdem vollkommen emotionsfrei. Also es gibt sehr, sehr berühmte Ökonomen, Samuelson zum Beispiel, Nobelpreisträger, der hat es alles stark entwickelt. Er sagt, wir brauchen keine und wir dürfen überhaupt nicht diese Nutzenfunktion irgendwie psychologisch interpretieren. Wenn man das jetzt dann aber mal trotzdem macht, es gibt natürlich andere Vertreter in der Disziplin, die Verhaltensökonomen, die sagen, das ist eigentlich eine Abbildung von einem Gefühl. Das gab es auch schon in der Klassik, also vor der Neoklassik, schon in der Klassik gab es diese Interpretationen, die Nutzenfunktion spiegelt tatsächlich ein Gefühl wider, wo, wie gesagt, Samuelson und anderen Leuten die Haare zu Berge stehen. Wenn man das jetzt also eng neoklassisch interpretiert, dann gibt es da keinerlei Gefühle. Und wenn man dann auf das als Menschenbild schaut, ohne Gefühle, würde man natürlich sagen, okay, das Menschenbild ist so ein bisschen unvollständig. Beziehungsweise der Homo economicus, so wie er hier steht und interpretiert wird, der ist eigentlich, wenn man psychologisch das ausdrücken möchte, krank. Ihm fehlen jegliche Emotionen. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, die Verhaltensökonomik in der Ökonomie, die Verbindung herstellt zwischen psychologischem Denken und ökonomischer Analyse. Und da werden dann diese Modelle erweitert. Da kann ich dann hier zum Beispiel einfach noch ein E reinschreiben für eine Emotion. Und man kann tatsächlich diesen Ansatz, den ich vorhin kurz erwähnt habe, diese entscheidungstheoretische Grundlage von Nutzenfunktionen, den kann man verwenden, um ein sehr traditionelles, neoklassisches Modell eines Homo economicus zu entwickeln, wo tatsächlich Emotionen eine Rolle spielen. Und das wurde veröffentlicht in unserer besten Zeitschrift, die es überhaupt gibt, in der Volkswirtschaftslehre. Eigentlich gibt es nichts, was in der Volkswirtschaftslehre nicht gibt und schon analysiert wurde. Nehmen wir das als Schlusswort. Wir haben jetzt einiges gelernt über den Homo economicus, über seine vorhandenen oder nicht vorhandenen Emotionen, über seine Rationalität und deren Grenzen. Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, Sie haben auch was gelernt und es hat Spaß gemacht. Tschüss. Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich ebenfalls.